So, willkommen zurück. Beide Teams haben sich eine kleine Auszeit gegönnt und sind jetzt bereit für die Knife-Runde auf der alles entscheidenden Map. Wir sind in der Relegation von Division 3 auf Division 2 in der zweiten Runde des Upper Brackets. Also wer dieses Match gewinnt, hat für heute Feierabend, muss nicht ins Lower Bracket und kann sich morgen auf Runde 3 vorbereiten, 14 Uhr. Und es sieht so aus, als Alemannia sich hier die Seite aussuchen darf im Inferno. Also, beide Teams haben die jeweiligen Map-Pick ihrer Gegner gewonnen und haben jetzt auf der Decider auf Inferno die Chance, im Upper Bracket zu bleiben und heute nicht noch in BO3 spielen zu müssen. Alemannia fängt auf jeden Fall auf CD an. Beide Teams sind heiß, es geht sofort los. Die Pistolrunde, no chance, als T, Alemannia Gaming als CD. Abu eben komplett ausgerastet, auch Wally zum Schluss richtig sick am Treffen gewesen. Bin mal gespannt, ob sie das auf Inferno wiederholen können. Dann sieht es gut aus, das hier zu closen. Und es geht hier gleich mit viermal Rüstung ein EZ Richtung B, ohne Respekt, einfach schnell durch, reinflashen. Und dann geht es hier drauf, AWP da mit der Nate, macht er schon mal ein bisschen Schaden. Nein, macht er nicht, die fliegt komplett vorbei. Scary, aber mit dem Headshot durch die Smoke nimmt sie den ersten raus. Aber Peter muss jetzt arbeiten oder muss auf sein Teammate warten. Der verschiebt jetzt hier hinten rum. Aber Peter mit dem ersten, mit dem zweiten. Gutes Crossfire von beiden Spielen hier. Die Teammates sind auch schon da mit dem Support. Scary gönnt sich noch ein. AWP da mit dem Triple Kill. Ganz stark erholt von ihm. Kauft sich keine Rüstung, sondern eine 5-7. Und setzt die dann in guter Fashion ein, indem er sich einfach zurückzieht, wartet, bis er gepusht wird und dann da raussprayt. 1-0 Alemannia. No chance im Force-Buy, ohne Plant. Im Versuch jetzt hier die CTs zu brechen. Eine Rifle nur bei Alemannia. Drei SMGs, die Scout bei Khan. Der geht damit gleich mal Mitte pieken. Da sieht er den ersten Anschuss sitzt. Guter Reflex. Aber erstmal wird zu dritt hier die Banane eingenommen von No Chance. Um zu gucken, ob man da vielleicht irgendwo Sneaky dann Opening bekommen kann. Um dort dann in Execute zu fahren. Ah, wird komplett defensiv gehalten. Das heißt, es wird wieder auf Scary und AWP da ankommen. Flash, Molotov, der ist so effektiv, wie sie ihre Utility einsetzen. Scary noch mit dem Spray, muss aber aufpassen, wird auf einmal von drei Mann überrannt. Aber Apida ist da mit dem Backup, rettet sein Mate das Leben, holt dabei zwei Frags. Lässt sich zwar jetzt umpushen, aber Scary ist ja noch da, verhindert hier den Plant. Und dann ist es halt nur noch Ink Doom mit der Deagle im Versuch, hier noch ein bisschen Schaden zu machen. Doom versucht, noch so 15 Sekunden. Da sieht er den ersten Schieß, verrät seine Posi. Hittet zwar an, aber bei 10 Sekunden. Schöner Klick nochmal gegen Scary, aber Abu sprengt mit dem Hero Move rein, holt ihn weg. Und damit kann man die zwei Verluste so gerade verkraften, wenn man jetzt hier die Voll-Eco noch ein bisschen besser übersteht. Ink Doom noch in der P250. Alle anderen gehen wohl komplett auf die Deagles. Eine Flash bei Kali. Mal sehen, was er daraus anspielen wollen. Machen wohl eine kleine Mitte-Go Richtung Mitte. Die Flash kommt dann oben Mitte rein, bevor sie rauspushen. Sieht auch so aus, als ob das aufgehen könnte. Khan steht hier nämlich mit der Scout. Ganz gefährlich. Da hat er zwar den Anschuss, wird aber einfach überrannt. Jetzt ist es ein 4 gegen 5 Überzahl. Abu aber mit einem guten Move einfach Haus durchgepusht. Und dann kommt er jetzt von hinten, holt sich ein, geht Short durch. Die drehen sich zu langsam rum, holt sich zwei. Für den dritten ist Wally dann da. Und dann ist die Runde auch schon aufgeräumt. Also, gute Aktion hier von Alemannia. Jetzt geht's aber in die erste Buy-Runde von No Chance. Und es sieht so aus, als ob Alemannia hier auf die Bonusrunde geht. Sie behalten sich die beiden MPs. Wally und Scary. Hätten beide Geld gehabt, hier zu upgraden. Aber man geht das Risiko ein, um hier versuchen, eine gute Bank aufzubauen. Nate von HDX, AWP da runter auf 87.
Scary ist da jetzt ein bisschen gefangen mit seiner MP9. Klar, das ist das Setup, so wollen sie es spielen. Aggressive Smoke. Boost kommt raus. Mal gucken, ob HDX da was spotten kann. Da sieht er den Spieler, der Shot sitzt. Schönes Setup da von dem T. Scary will noch reparieren. Bekommt von HDX aber auch den Headshot reingedrückt. Wally kann den Lurkauf annehmen. Jetzt geht es hier ganz schnell auf B für No Chance. CT wird abgesmoked. Und dann können sie hier entspannt planten. Khan ist schon da. Abu kommt mit dem Molotov auch noch mit rein. Khan ist halt abgesmoked. Spät hier einmal rein. HDX macht gut Schaden durch die Smoke. Khan kommt jetzt hier auch durch den Molotov durch. Runter auf 1 AP. Nein, der Damage received. Und dann brennt er doch noch ab. Und dann sind es Abu und Wally noch im 1 gegen 4. Da geht es nur noch auf Exits. Bin mal gespannt, Exits oder wann sie die Waffen safe durchbringen. Sie haben genug Geld. Khan braucht auf jeden Fall einen Drop. Also eine Waffe muss auf jeden Fall überleben. Wenn sie hier beide verlieren, wäre das ein Desaster. Aber natürlich, jeder Kill bringt Schaden in die T-Economy. Und es gehen alle Richtung Banane weg. Das heißt, Wally hat hier Chance, ein paar Fracks zu farmen. Die haben alle voll AP, das heißt, die müssen nicht raus aus der Banane, die können da drin stehen bleiben und genau das machen sie. Das ist der richtige Call. Wally wird da jetzt reinpieken, verliert das Duell gegen Kali und so spielt es No Chance perfekt aus für ihre erste Runde zum 3:1. Fünf AKs weiterhin am Start. Alemannia mit drei Rifles, Doppel-AWP-Setup, AWP da und Wally mit dem langen Gewehr. Wally kriegt der schöne Nate ab runter auf 60, da wäre fast noch die nächste Nate gekommen. Die bleibt leider oben am Türrahmen hängen. Riesen-Gamble von ihm hier so aggressiv zu stehen. Ich glaube nämlich nicht, dass da irgendwas lag, um den Hauspush zu weinen, ne? Wieder Standard-Setup. Mitte wird ein bisschen gestresst, aber Wally findet den Frag auf Lurken. Also, der Stress war ein bisschen zu viel. Da geht Lurken ohne irgendeine Backup-Situation, ohne dass jemand traden kann, alleine vor, lässt sich wegfracken und dadurch hat Alemannia wieder die Überzahl. Den jetzt hier zu dritt in der Banane. Bombe liegt aber noch hinten in der T-Base. Und guckt, ob man hier jetzt irgendwas findet. Scary im Off-Engel. Einfach nur, ob hier irgendwas vorschleicht. Man sieht es wie Dev Alemannia das spielt. Die haben hier keinen Bock, irgendwie Early Info zu holen. Khan ist der Einzige, der Mitte dann ein bisschen auf Schlitz piekt. Lässt zu, dass Boiler da kommt, zieht die Flash Spray da ein bisschen rein, zieht sich zurück. Aber die beiden B-Spieler bleiben noch cool. AWP da mit dem ersten, rennt in den Molotov rein. Scary muss ihm jetzt helfen, zieht hier rum. Guter Move von ihm, holt den ersten. Da gehen sie alle einzeln nacheinander durch die Smoke. Und Scary und AWP haben da gar kein Problem, das aufzuräumen. 4:1, No Chance wird sofort wieder zurückgesetzt. Haben zwar drei Spieler mit Geld, aber ob das der Buy ist, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung für den Game Leader. Man könnte die CD-Economy knapp halten. Jawohl, man geht auf den Buy, man hat hier drei AKs und versucht damit gleich wieder anzugreifen. AWP da mit guten Spawn zieht ja gleich rein, verschießt aber ganz knapp. Und es ist wieder der gleiche Gore wie vorhin, bloß diesmal mit Waffen. Aber diesmal steht hier keiner aggressiv und es scheint auch abgebrochen worden zu sein durch die Smoke. Da wurden sie gerade ein bisschen traumatisiert bei B mit der Smoke und deswegen gehen sie hier wieder zurück und bauen jetzt hier zu viert übers Haus auf. Abu muss das jetzt hier aufhalten. Hat noch alle Nades, jetzt kommen die Flashes, aber er hat keine Nade in der Hand, er behält lieber die Waffe. Na, da kommt der erste AWP da mit dem Support, guter Spray von Abu, AWP da mit perfekten Backup und es ist nur noch Kali mit der AK, der lässt sich auch noch von AWP da holen. Die Flawless-Runde für Alemannia, genau das haben sie gebraucht, um jetzt hier wieder ein bisschen Confidence zu tanken nach der verlorenen Runde. Und No Chance. Ihr Gamble ist nicht aufgegangen. Sie haben komplett reingeforst und holen keinen einzigen Kill. Die CT-Economy rastet aus. Und damit sind sie jetzt in der Eco.
Geht jetzt schnell hier Mitte hoch. Da face die AWP gerade rein. Wenn man die zu dritt, zu viert gefaced hätte, hätte man eine Chance gehabt. Aber der Molotow ist so gut, dass er da keine Chance haben, irgendwas zu machen. Teilen sich jetzt auch auf. Da gehen zwei nach B, drei nach bleiben hinten, einer geht Mitte. Also keine gute Eco von No Chance. Entscheidet man sich nicht zusammen zu bleiben. Und geht jetzt mit der Glock in One-on-One-Duelle. Das ist natürlich sehr hoffnungslos. Da hat man quasi No Chance mit der Glock in One-on-One. Einmal 5 Euro in die Sprüchekasse. Okay, Kali, das üben wir nochmal. Da wollte er keinen Step machen, aber ohne Step da hochzuspringen, wäre mir neu, dass das geht. Whaley deckt hier mit der AWP nur den Boiler ab, hat Khan an der anderen Seite, der die Mitte deckt. Es geht wieder gleich aus dem Haus raus, die Flash von Abu, um das noch ein bisschen zu verzögern. Ich finde es echt schade, dass es im Panorama-UI keine Anzeige mehr gibt, wie effektiv eine Flash war. Der Molotow kommt jetzt ein bisschen zu spät. Ihr seht schon raus, da sieht er den Kopf. Der Molotow fliegt. Aber alle rennen ihn jetzt um. Da kommt der Frag Wally, ist aber da mit dem Backup. Khan ebenso. Und damit ist es nur noch Stony. Der kann jetzt gucken, ob er mit der AK vielleicht noch einen Klick setzen kann. Noch ein bisschen Schaden macht. Aber die Runde sollte vorbei sein. Und spätestens mit dem Headshot von Khan war's das. 6:1. Alemania rennt so langsam weg. Klar, es ist CT Inferno. Es ist manchmal einfach. Aber wenn ich hier AWP da sehe mit 12:2... Dann frage ich mich, was auf der ersten Map los war, wie die No Chance gewinnen konnte. Wenn Alemania hier solche Typen im Team hat, die einfach mal ausrasten können. James Bond für Stony, 007. Der Agent schlägt wieder zu. 5 AK, es geht jetzt schnell Richtung B. Der Boost-Setter von AWP da gefährlich. Da steht nämlich schon jemand close, aber Kali zieht nicht rum. Bekommt die Info da nicht, traut sich nicht. Da ist zu viel Respekt da bei No Chance gerade. Und deswegen kann man hier das nicht ausnutzen, dass die beiden auf Engel sehen. Berlins Straßen senden ihre Grüße. Und jetzt geht es hier mit 4 Mann Richtung A, während Kali nur B ablenkt, nur mal eine CT-Smoke wirft, nur mal sagt, hey, wir wollen hier vielleicht einen Go fahren, vielleicht verschiebt ihr ja mal einen. Aber nein, die bleiben cool, die bleiben hier mit 2 Mann da. Wally deckt hier weiter die Mitte, bekommt jetzt auch die Info, dass er lang gesmoked ist. Hört auch den ersten Spieler, geht close an die Smoke mit der AWP. Ja, der X mit dem Spray macht wieder ein bisschen Schaden. Reicht doch noch für den Kill, da kommt der Headshot. K mit dem Trade, Inktu mit dem nächsten. Abu allein am A-Spot, muss das jetzt aufhalten. Nate und Molot kommen wieder zu spät. Da kommt Sony um die Ecke, hat den Frag. Der A-Spot ist in den Händen von No Chance. Die Rotations sind schon da, Scary am Start. Sein Mate kann auch nicht ganz rumziehen, weil er da noch einen Lurker bei B hat, mit dem er sich beschäftigen muss. Vor dem rennt er aber gerade einfach weg. Oh, es ist ein schwieriger Retake für Scary. Die einzige Rifle verliert auch das Duell. Und spätestens jetzt müsste AWP da auf den Safe gehen, aber der Lurker ist noch da. Kali kommt von hinten und klickt ihn easy weg. Danke für die AWP. Und dadurch die zweite Runde für No Chance. Also schön geduldig gespielt, gewartet, bei B eine Lurker abgestellt, A gesmoked, angespielt. Den Lucky Frag in der Smokestore gefunden, aber dann gut auf A executed, die Trades gesetzt. Und dann ist es der Rundenerfolg. Sehr coole Smoke für jeden B-Execute, den man vorbereiten will. Khan mit dem Molotov-Kill auf Lorca, was ist da denn passiert? Der Molotov war jetzt nicht so gut positioniert, dass man davon nicht wegrennen kann. Durch die Überzahl wieder für Alemania. Ego wird vorbereitet. Schöner Shot von AWP, da haben wir mal kurz gesehen, wie knapp dieser Winkel war. Und damit die doppelte Überzahl. B pusht damit auch abgebrochen. Man ist sich jetzt nicht so ganz sicher, wo man hin will. 50 Sekunden irgendwas muss man sich jetzt aussuchen. Das ein oder andere Übel muss man halt jetzt eingehen. Wenn man hier das ein oder andere Duell gewinnt bei B, könnte das ja noch was werden. Aber AWP da ist gerade so on fire, dass wahrscheinlich B da nicht der richtige Call wird. Colts wird gesmoked. Er wird aber nur angefaked. Der Molotow nimmt natürlich jetzt mega viel Zeit raus. Scary geht jetzt durch die Flash durch, traut seinem eigenen Molotow nicht. Dann sind sie nämlich noch dahinter. Ein bisschen zu early für Scary. Da hätte er vielleicht auf den Molotow warten müssen, bis er weg ist. Aber Khan mit gutem Backup zieht rein, holt den ersten AWP. Da muss jetzt die Shots einfach nur noch treffen, den Plant verhindern.
Und dann ist die Runde eigentlich schon vorbei, aber Khan zieht einfach rum, ohne dass Habib wieder irgendwas machen muss. Der gönnt sich dann noch einen Headshot. Aber am Ende ist es das 7 zu 2. Die Joy Bronson Hunt im Poker. Ja, und schon hat No Chance wieder kein Geld mehr. Gehen jetzt hier auf den Force Buy, paar CZs. Stoney ist dann nicht mehr da einverstanden, kauft jetzt erst ganz spät. Eine Deagle, zwei AKs, also definitiv kein guter Buy. Jetzt geht's hier auf die Verzweiflungspush Richtung B. AWP da weiter, aggressiv mit AWP, holt wieder den Opening. HDX zieht da rum, lässt sich wegfracken. Scary ist da mit dem Support-Molotov, damit da keiner daherrennen kann. Und damit hat man wieder die Überzahl. Also Alemania hat sich wohl auf der ersten Map erstmal warm geschossen. Und jetzt fangen sie hier richtig gut an, das Match runterzuspielen. Vier Mann quasi gefangen in der Banane, trauen sich nicht mehr zurück, trauen sich nicht vor. Die decken jetzt nach hinten. Stoney guckt mal, ob da irgendwas pusht. Man bereitet jetzt so langsam den Go vor. Man wartet wahrscheinlich bis eine Minute. Da kommen die Smokes Richtung Colts, Richtung CT. Und dann geht's los. Scary poppt vielleicht sich wieder rein. Da liegt ein Molotov hinter der Smoke. Ingtum sprayt einmal durch. Die trauen sich halt nicht durch. Die müssen schon wieder durch den Smoke pushen, weil sie vorher keinen Druck machen, nicht die Smokes rausforcen. Dadurch hat Scary hier easy Spiel 2 zu holen. AWP da bekommt schon Support. Da kommt wieder Wally von hinten. Und dann ist die Runde eigentlich auch schon so gut wieder vorbei. 35 Sekunden. Da müssen jetzt gute Shots kommen von No Chance, wenn sie da noch einen Weg zurück in die Runde wollen. Aber Wally mit gutem Spray durch die Smoke macht hier nochmal gut Schaden. Darf sich jetzt nur nicht wegklicken lassen hier. Ansonsten ist es ein bisschen awkward für AWP da. Nochmal eine gute Flash. Nimmt nochmal ein bisschen Zeit von der Uhr. 19 Sekunden. No Chance muss jetzt drauf. Sie wissen, es ist Zeit. Und Wally weiß auch, es ist Zeit. Gönnt sich eins. Und dann wenigstens noch ein Exit-Tracker und aufpasst, wie Peter verschießt. Holt die 5-7 raus und beendet es halt damit. Und damit sind es jetzt schon 6 Punkte Vorsprung. No Chance. Hat ja reingeforst. Dürfte jetzt wieder kein Geld haben. Jawohl, die müssen in die Equals. Alemania, ähnlich wie auf Mirage eben, läuft mit der CT-Seite davon. Und No Chance kommt nicht mehr so wirklich ins Spiel rein. Wieder aggressive Banane-Controller. AWP, der zieht hier einfach rein mit der AWP. Ja, die X steht close oder hat er die Schulter gesehen, verschießt aber die 5-7. Ist halt auch tödlich ohne Helm. Und damit war das sein 17. Frax nach 9 Runden. Das ist einfach nur mega stark. Und Anschluss gegen Kali. Und Scary ist da mit dem Frack. Und so wie die Nades einfach einsetzen, Alemania Gaming hat No Chance einfach auch überhaupt gar keine Möglichkeit hier ansatzweise irgendwie hinzukommen. Und dann zieht Scary nochmal rum, holt sich den nächsten. Und dann liegt die Bombe unten T-Base. Die beiden Spieler sind hier oben im Boiler. Die versuchen jetzt doch irgendwie Exit-Tracks zu farmen. Aber für mehr wird es einfach nicht reichen. Das reicht auch einfach nicht. Stoney nicht on point mit seinem Aim. Sein Teammate baitet für ihn rein, stirbt die Posi dadurch bekannt, er muss nur rumziehen und traden, aber dann reicht das CZ-Aim einfach nicht aus, um den Frack zu ziehen. Und dadurch ist man jetzt mit 7 Punkten hinten und braucht jetzt unbedingt diese Buy-Runde. Ansonsten kann das hier ein ganz schnelles Game werden. Die Pause auch zu spät gecallt, da wollten jetzt endlich mal eine Timeout nehmen, aber sie kommt nach dem Freeze-Time und dadurch müssen sie jetzt die Runde spielen, ohne die Timeout vorher zu haben. Bauen sich wieder Standard auf. Scary steht schon wieder bereit. Diesmal hat er Khan an seiner Seite. Das heißt, die AWP steht diesmal im Haus. Fast der Frack auf HDX durch die Smoke. Das wäre natürlich schon wieder fast die Runde gewesen. Aber Kali mit der Opening auf Scary. Kann aber traden. Gefährlich, verliert das Duell gegen Khan, das darf er natürlich nicht eingehen. Wenn er das Duell gewinnt, wird er zum Helden, so wurde er zum Deppen, aber HDX repariert das gerade für sein Team. Und jetzt geht's schnell auf A, wo nur noch in Anführungsstrichen Abu wartet. Der Top-Fracker von der letzten Map, kann er hier jetzt noch Impact holen? Und dann kommt über Graveyard, nein kann er nicht, Inkdu mit dem Headshot. Und dann sieht das doch schon wieder besser aus. Khan im 1 gegen 3.
Mal uns das Geld angucken von den CTs. Kann also auf jeden Fall versuchen, noch ein paar Ts hier rauszunehmen. Vielleicht sogar irgendwie die Runde zu klatschen, aber man könnte es auch verstehen, wenn er sich hier einfach die AWP schnappt und saved. Smoke liegt wieder nicht gut. Oder hätte er fast den Spieler am Graveyard gesehen? Aber zieht sich jetzt doch zurück und saved die AWP. Klar, das sind 6000 Dollar, die er da wegbringt. Plus das Kit, plus seine Rüstung, also. Das kann man schon nachvollziehen. Alle drei Terroristen dürfen ihre Waffe behalten, freuen sich über die dritte Runde. Und können jetzt versuchen, noch eine okay Hälfte draus zu machen. So mit 5, 6 Runden kann man sich zufrieden geben als T. Aber alles, was da drunter ist, ist schon ein kleines Debakel. Jetzt greift die Timeout, die eben gecallt wurde. Da kann man sich jetzt nochmal komplett drauf vorbereiten, was man jetzt spielen will. Dann hat er jetzt endlich die Lücke gefunden. Und zwar bei A. Da hat man bei B einmal umgestellt bei Alemannia Gaming. Da dachte man sich, komm, die haben jetzt doch mittlerweile endlich mal Respekt da vor der AWP. Die werden jetzt bestimmt nicht mehr B kommen. Hatten damit recht. Aber die verlieren dann trotzdem die Trades bei B. Dadurch mussten sie sich dann umstellen bei A und lassen sich dann überrennen. Also wird Alemannia Gaming jetzt vielleicht wieder zurückgehen auf ihr altes Setup. Scaring AWP da bei B. Die gucken auf jeden Fall schon in die Richtung. Und gehen wieder zurück zu ihrem Erfolgsrezept. Scary ist auch schon wieder unterwegs, hier aggressiv rein zu pieken. Die Nade kommt raus, der Boost ist da. AWP da hält an. Erster Flash raus, macht ihm erstmal nichts. Oh, der hat fast den Kopf gespottet, aber zieht sich hier dann doch wieder zurück. Das ist so ein Boost-Setup, den spielt man halt die ersten 15 Sekunden, um dann nicht überrannt zu werden von zwei, drei Mann. Guckt mal, ob da irgendwas reinlurkt, ob da irgendjemand auf Holz springt oder so. Aber später wird das halt gefährlich. So, A wird wieder angespielt. Sie haben gemerkt, A ist einfacher. Da steht nicht AWP da. Da steht in Anführungsstrichen nur Abu mit seinen Mates. Wenn der aber wieder auf Mirage anfängt, auch hier auszurasten, dann wird auch A unmöglich sein, anzugreifen. Ja, Wally sieht den Spieler am Boiler, macht das schon mal ein bisschen Schaden. Jetzt das Duell. Jawohl, HDX mit dem Headshot nimmt hier Khan wieder von lang weg. Der hat da nicht allzu viel Erfolg gehabt bisher. Und jetzt sind die Pitch-Spieler natürlich ein bisschen in Bedrängnis, weil da lang offen ist. Und jetzt geht's zurück auf B. Der Call kommt rein, es soll im B-Split gespielt werden. Während da A angefaked wird. Und jetzt geht's ja Richtung B. AWP da, der muss das jetzt hier quasi alleine aufhalten. Da kommen die Nades raus, er holt eine Flash, spielt rum. Der erste Sitz zieht nochmal rum, der zweite verschießt da, der wäre wichtig gewesen. Jetzt kommt der Nade rein, da wird er weggekobelt. Mutations kommen aber schon rein. Scary nochmal mit einem Doppelkill. Macht hier die Runde nochmal auf. 2 zu 2. 2 gegen 2 natürlich. Und Lorcan hat nur noch 6 HP. Hat aber eine gute Position hinten in Ruins gebraucht. Nur warten, bis sein Mate was macht. HDX hält da den Winkel nicht komplett. Jetzt hat er den ersten gespottet, zieht sich komplett zurück. Weiß, er darf seinen Mate dann nicht alleine lassen mit 6 HP. Wir warten jetzt nur auf den Diffuse. Die Duelle sind da. Lorcan verliert seins. HDX gewinnt es. Bomber wird angefaked. Er zieht rum. Gewinnt das Duell gegen Abu. Ganz starker Triple Kill von HDX in der Runde. Um hier doch noch eine vierte T-Runde zu holen. Und jetzt haben sie die Economy gebrochen von Alemannia. Das heißt, die müssten eigentlich jetzt in die Eco, um letzte nochmal zu kaufen. Aber Abu investiert rein. Und es sieht so aus, als ob sie hier tatsächlich reinforcen. AWP 2 im 4 ist Farmers, klar, kein schlechter Buy. Wally nur mit der Mac 7 ins Haus. Das kann man ruhig spielen. Bisschen Nade-Schaden auf beiden Seiten. Aber jetzt nichts Erwähnenswertes. Solange man Nade-Schaden als Terrorist über 81 HP noch hat, ist das alles okay. Dann kann man nicht gewone-shottet werden von einem M4-Headshot. Wenn der Nate natürlich 20 Schaden oder mehr macht, dann ist es gefährlich.
Das sollte immer so das Ziel sein, als CT die Nades so einzusetzen, dass die Ts unter 81 HP haben. Wieder ist es Khan, der den Opening Frag rausgibt und dann ist Abo gezwungen zu pieken, lässt sich auch wegfracken und No Chance hat rausgefunden, wie man Inferno gegen Alemania spielt. Und zwar, man geht einfach A, geht das Duell gegen Lang ein und dadurch macht man den A-Spot offen. Und AWP Down Scary müssen schon in die Eco, müssen schon in den Safe, um nächste Runde überhaupt ein bisschen Equipment zu haben. Sie bekommen jetzt 2400 Dollar. Das heißt, niemand kann eine M4 mit Rüstung kaufen. Beziehungsweise mit Helm, mit Rüstung. Nein, das reicht einfach nicht. Niemand kommt. Kali gönnt sich auch noch AWP da. Das ist die AWP am Boden. Und Scary zittert jetzt auch noch um seine Waffe. Das Spray raus, Scary gönnt sich noch ein, Lurken bekommt kein. Damit darf Scary wohl seine Waffe behalten. Ja, letzte Runde der ersten Hälfte, Alemania fängt an ein bisschen zu strugglen. Und No Chance hat jetzt hier die Möglichkeit auf 6 zu erhöhen und damit wäre es doch eine okay Hälfte, wenn man da die Piste gewinnt als CT. Da hat man hier ganz schnell den Ausgleich und kann selber anfangen auf der CT-Seite zu dominieren. Alemania braucht unbedingt gleich mal eine kleine Pause, würde ich sagen, in der Halftime, um sich hier neu zu sammeln. Scheint, als ob es wieder Richtung A aufgebaut wird. Drei Spieler sind ja schon bereit. Die Bombe wird aber erstmal gedroppt. Es wird Bananen ein bisschen angespielt. Aber ja, am Ende geht es wieder Richtung A. Abo diesmal auf Lang. Da haben sie ein bisschen umgestellt. Da haben sie gemerkt, dass Kali nicht so wirklich viel Erfolg hat auf Lang und ist jetzt hier trotzdem wieder am Verschieben. Und jetzt spielen sie einfach zu zweit lang. Aber er geht wieder aggressiv und wieder. Diesmal hat er den Opening. Diesmal gewinnt er das Duell. Und das könnte der Weg in die Runde sein für Alemania, um doch hier noch auf 10 zu erhöhen. 35 Sekunden noch. Die TS sind noch relativ aufgeteilt. Wally mit gutem Timing nimmt hier Ingdoom von hinten weg. Und dann ist es jetzt einfach komplette Verwirrung. Aber auch die TS sind verwirrt. Nochmal ein Doppelfrag von HDX. Wally aber nimmt die Bombe in der Mitte raus. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Jetzt kommt hier der Lurk von Kali, der war natürlich unter Zeitdruck, verliert hier das Spray durch den Scary. Und dann ist es Wally mit einem 4K oder 3K nochmal in der letzten Runde, um hier nochmal einen guten Akzent zu setzen. Good half. 5 Punkte Vorsprung für Alemania. Da wäre mehr drin gewesen. Da hat No Chance sich nochmal gut zurückgekämpft mit guten Akzenten da Richtung A. Aber am Ende muss man jetzt erstmal selber eine gute zehnte Hälfte spielen, um hier doch noch im Winner-Bracket zu bleiben. Ich erinnere gerne nochmal, wir sind in der Relegation. Alle Teams, die wir heute sehen hier auf dem Kanal, haben ihre Division 3 Ligen gewonnen oder sind Zweiter geworden und spielen jetzt um den Einzug in Division 2 in die so hochgepriesene. Und man muss insgesamt 4-mal ein Best of 3 gewinnen, um sich dafür zu qualifizieren. Und wir sind gerade hier im Zweiten. In der Runde 2 im Upper Bracket. Das heißt, wenn man hier heute gewinnt, zieht man die dritte Runde ein. Die ist morgen 14 Uhr. Dann braucht man noch 2 Siege, um sich zu qualifizieren. Wenn man jetzt verliert, muss man heute noch ein Spiel um 20 Uhr spielen. Im Lower Bracket. Wenn man das verliert, ist man raus. Dann muss man nächste Saison nochmal Division 3 spielen. Also wie angekündigt, Alemania nimmt sich ein bisschen Timeout, guckt das. No Chance sich hier nicht ins Momentum reinkommt, sondern sich einfach mal ein bisschen entspannt. Und wir tun das Gleiche. Und dann sollte es hier auch gleich wieder weitergehen. Kaum gesagt, getan. Beide Teams ready. Zweite Hälfte auf der dritten Map.
Alle Mann, jetzt als Tee mit viermal Rüstung, Nate's no chance, gönnt sich hier auch viermal Rüstung, einmal Kit und Smoke. Und es sieht wohl aus wie der B-Push. HDX hört hier ganz viele Steps, sieht die Flash, weiß hier, was abgeht, zieht sich sofort zurück, geht in Kali ins Kreuzfeuer. Das ist eine gute Smoke, um hier ein bisschen Vision zu nehmen. HDX bleibt einfach in der Ecke, kann hier eigentlich den Bait-Setup ausnutzen, verschießt aber, trifft nur zwei. Aber immerhin wenigstens zwei, aber da wäre natürlich mehr drin gewesen. Sein Mate hat sich leider komplett wegschießen lassen. Scary geht einfach aggressiv, holt sich den ersten und holt sich noch zwei. Also schön, dass der Autodirektor uns Wally zeigt, wie er durch die Smoke mit der USP schießt, während Scary dann Triple Frag holt. Aber naja, c'est la vie, 6 Punkte Vorsprung, Alemannia, denied, no chance, hier die Möglichkeit, wieder ranzukommen und gewinnt die Pistolrunde. Molotov, Nate, Flash, Banane wird wieder schön aggressiv angespielt. Heißt nicht, dass das hier auch ein Bego wird, sondern einfach nur Banane einnehmen. Dadurch nimmt man den CTs ganz viel Informationen, was denn hier nun abgeht. Kadi stellt sich hier ganz close an die Smoke, lässt sich reinflashen. Die Flash ist gut, aber da stehen halt drei Mann. Davon war mindestens einer nicht blind. Und hat dadurch den Frag. Und jetzt geht's hier doch dann am Ende Richtung B. Da steht HDX noch bereit. Gute CZ, setzt das schon im ersten an, aber wird dann von Wally gleich getradet. Lorcan ist schon da. Könnte hier durch die Smoke den Hero Play machen. Gutes Spray durch die Smoke, nimmt den Planter down. Bombe liegt trotzdem schon mal. 3 gegen 3, Lorcan ist low. Molotov drin in Richtung Ruine, ist perfekt. Nimmt genug Zeit von der Uhr, dass die Ts sich neu aufstellen können, die CTs. Müssen jetzt gucken, was sie hier jetzt draus spielen. Lorcan wird da rumziehen, bekommt den Headshot von Khan. Und dann ist es nur noch Ink Doom. Alleine gegen 3. Und da kommt AVP da um die Ecke. Um sich Frag Nummer... Na, ja, er kriegt gerade noch so hin, Frag Nummer 20 zu gönnen. Scary hat ihn mittlerweile schon überholt von den Punkten, noch nicht von den Frags, aber... Die bieten sich da auf jeden Fall eine gute Frag-Hand. HDX der Einzige, der hier irgendwie ein bisschen was dagegen setzt mit 14 zu 12. No chance, jetzt in der Eco, muss spätestens nächste Runde anfangen, wieder Counter-Strike zu spielen. Sehr interessantes Setup, man setzt sich mit 5 Mann in den Pool und wartet, ob hier irgendwas rumzieht. Also jeder T, der hier mal Richtung CT und dann Richtung Pool kommt, der bekommt einfach nur sofort ins Gesicht. Da sind wir mal gespannt, ob hier so ein Szenario passieren wird. Scary könnte dann Kandidat für sein. Piep Richtung CD, da hat er den ersten, zieht rum und dann kriegt er einen. Ach, ich mag sowas. Solche Taktiken sind einfach nur die coolsten. Und Wally kann jetzt zwar aufräumen, kann sich hier ein paar Eco-Frags gönnen, aber trotzdem Respekt an No Chance. Schönes Setup. Aber dann ist halt Wally einfach nur da mit dem 4K, räumt das Ganze auf. Und belässt es bei einem Frag. Timeout nochmal gecallt von No Chance. Klar, diese Waffenrunde ist so wichtig. Die müssen sie unbedingt gewinnen. Ansonsten hat Alemannia 14. Sie müssen die EQ, sie müssen dann eigentlich die 15. Runde zulassen. Oder Forcebein, noch schlimmer. Also ist es jetzt so wichtig, diese Runde hier aufs Board zu holen. Ansonsten kann man sich schon langsam mit dem Loser Bracket anfreunden. Abu vorhin noch Top-Frag auf Mirage. Zurzeit wird er einfach nicht gebraucht. Sein Team ist so gut gerade am Rumfraggen, dass seine Einzelaktion, die er da auf Mirage gebracht hat, einfach nicht benötigt werden. Timeout ist rum. So gut wie letzte Chance für No Chance, hier nochmal ranzukommen. 4 M4s, AWP bei Lorcan. Der hat einen guten Spawn, der könnte hier gleich mal aggressiv reinpieken. Jumps sind auch gut. Der Peak da, die Flash ist besser. Wird sofort rausgenommen. Es geht hier ganz schnell Richtung Mitte. Einfach mal Mitte umpushen. Lorcan aber mit einem zieht sich zurück an den nächsten Winkel. Scary steht da, lässt sich wegfraken. Ganz gute Aktion von Lorcan mit dem dritten. Schöner Triple Kill von ihm. Lässt sich jetzt von seinem Team supporten, dass er hier nicht überrannt wird. Und einfach nur die Runde überlebt mit der AWP. Das ist jetzt die Hauptaufgabe. Kadi deckt hier den Smoke Push. AWP da, der letzte gegen 5.
Und Lorcan mit dem vierten. Ganz starke Runde vom AWP-Spieler von No Chance. Genau solche Einzelaktionen brauchen sie jetzt, um hier wieder zurück ins Match zu finden. Alemannia nochmal mit einem Bei. Geld ist noch gut genug. Dachte ich. Ah, ist sogar ein ziemlich bescheidener Bei. Zwei AKs, AWP, Deagle und Scout. Warum man sich einen Scout holt, wenn man schon AWP hat, bleibt mir ein Rätsel. Und vor allem dann denselben Winkel deckt. Aber naja, Chance für No Chance, hier doch nochmal ein paar Runden zu holen. Abu tastet sich hier bei B vor. Hat zwei Teammates an seiner Seite. Soll wohl ein B-orientierter Play werden. Das mit Scout und AWP natürlich schwierig. Ah, ist sowas von safe. Es wird auf HDX und Kali ankommen. Die werden hier wahrscheinlich gleich Besuch erwarten können. Wally lässt sich da hoch boosten über die Smoke. Guckt mal, ob er da irgendwas sieht. Da kommt der Peak Richtung Covens und der Headshot ist da. Ganz starker Play von Alemannia. Die hauen hier einfach ein Ding nach den anderen raus. HDX jetzt hier alleine am B-Spot. Lässt sich hier überpushen von 5 Mann. Hat er keine Chance. Die Winkel sind einfach zu offen. Und damit ist es die 5 gegen 3 Überzahl. Das sieht nicht gut aus für No Chance. Sie brauchen jetzt wieder irgendeine Einzelaktion. Aber spätestens mit dem Frag of Lurkin sollte es heißen, wir müssen das safen. Wir müssen auf die nächsten Runde beigehen. Mal sehen, wie viel Geld da noch übrig ist. Man bekommt jetzt 1400 Dollar dazu. Puh, schwierig. Kali kann kaufen, Ink kann droppen, Stony kann droppen. Also einer wird in die sauren Apfel beißen. Wahrscheinlich Lurkin. Wird hier keine gute Waffe haben. Man hat auf jeden Fall keine AWP safen können. Und Alemannia schafft es mit diesem crappy Buy mit 5 Mann die Flawless-Runde zu holen. Und das durch den Boost auf Sunsec. Mit 4 Mann. Gut, Flawless habe ich ein bisschen zu früh gecallt. Tut mir leid, ich habe es gejinxed. Ink Doom gönnt sich nochmal einen Exit-Frag. Aber es war ja anscheinend nur die Scout. 4 AKs, eine M4 bei den Terroristen. Die CT ist ja locker nur mit einer P250. Und auch nur mit Rüstung. Weiß nicht, warum er da nicht komplett reinkauft. Also hätte schon ein bisschen Utility kaufen können, um mir den Push zu finden. Es geht wieder Richtung B. Also die auf die Erkenntnis, dass B funktioniert, ist fast so gut wie die Erkenntnis von No Chance vorhin, dass A funktioniert. Aber nein, Kali hat was dagegen, zieht rein, lässt sich aber wegfracken. HDX sogar noch mit so viel Schaden, dass er dann Assist bekommt für den Kill. Wird jetzt auch hier rausgemollert und dann ist das einfach zu simpel, was Alemannia hier braucht, um in die Runde reinzukommen, um den Spot einzunehmen. Und dann ist es wieder 4 gegen 3 Retake, 2-3 Spieler sind zwar low und halb HP, aber trotzdem haben sich hier die 4 gegen 3 Überzahl. Kommt die nächste Smoke Richtung Covens. Ein paar Schüsse gehen durch die Smoke, aber spätestens jetzt, wo Stony sich wegfracken lassen hat, ist die Runde so gut wie vorbei. Lurkin sieht da den Spieler oben auf der Kiste, späht hier noch ein bisschen durch die Smoke. Aber Wally mit dem Flank beendet das hier. 15 zu 16. Alemannia Gaming mit 9 Matchpunkten, um in die Upper Bracket Runde 3 einzuziehen. Und es ist halt der absolut schlechteste Force Buy von No Chance hier mit 2 UMPs, CZ, Deagle, Scout. Da ist halt einfach kein Geld da, um hier ordentlich reinzukaufen. Die Nate ist schon mal gut, Scary runter auf 47. Also, man schnuppert hier doch noch was, aber Khan mit dem Opening auf Lorcan, da wird die Banane angepusht. Abu ist aber schon lang durch und dann sind es halt nur noch Stony und Kali im 2 gegen 4. Das sollte Alemannia sich nicht nehmen lassen, wenn Kali hier den Frack zieht gegen AWP da. Dann hat er die Bombe, aber nein, GG, well played. Alemannia holt das Match 16 zu 6, nachdem sie die erste Map verlieren, kämpfen sie sich zurück, gewinnen Mirage, gewinnen Inferno und dürfen in Bracket Nummer 3 einziehen. So, Freunde,
Das dritte Match, was wir einfach mal zwischendurch reingeschoben haben, war recht unterhaltsam. Wir haben die erste Map zwar verpasst, aber die anderen beiden haben uns, glaube ich, gut unterhalten. Jetzt heißt es doch noch ein bisschen Pause, ein bisschen warten, bis Runde 1,5 fertig ist im Lower Bracket. Denn wie gesagt, ich zeige euch das mal im Browser. Die Jungs müssen jetzt noch spielen. Also der Gewinner von diesem Match gegen den Verlierer von einem der Matches hier oben muss dann unten rein. Hier sind schon ein paar Teams in Runde Nummer 3 im Upper Bracket. Plan B, Zodiacs, TLBR, AIB und natürlich haben wir gerade gesehen, Alemannia Gaming, also die erste Halbfinalpartie, wenn man so sehen will, steht schon fest. Und damit sage ich mal, wir gehen in die Pause, warten, bis das Match unten bereit ist. Das kann auch ein bisschen dauern, je nachdem, wie die Teams da vorher gerade spielen. Die dürften auch mindestens oder spätestens auf der dritten Map sein. Von daher, kurzes Päuschen und bis gleich zum letzten Match des heutigen Abends.